Ja, passiert. Männer und Frauen. Was muss ich machen? Mann! Was? Habt ihr das gesehen? Habt ihr diese Klauen gesehen? Also habe ich doch richtig geguckt. Okay. Was, irgendwelche Geister oder was? Alte Scheiße. Aber es ist dann doch an Spannung nicht zu überbieten. Schlecht zu überbieten. Wow, Alter, wow. Okay. So, wir müssen ihn aus dem Wasser fischen, glaube ich. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. So. Ja, bevor es spannend weitergeht, gucken wir mal, ob er jetzt speichert. Das kann ja sein. Er ist am Speichern und damit möchte ich mich auch für die heutige Aufnahme von euch verabschieden. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut bei DJ BNY Late Night. Oder was weiß ich, wann dieses Spiel erscheint. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir das auch tagsüber als Ersatz für Minecraft erstmal. Aber mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Reinschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ups. Komm, bleib stehen. So. Du musst stehen bleiben. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Wir legen einfach mal los. So, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn das abgespeichert? War das auf der Festplatte? Es ist schon so ewig her. Aber wir schauen einfach mal. Spielen. Weiter. Müsste eigentlich auf der Festplatte sein, soweit ich das weiß. So. Ein Tick besser ist es jetzt. Okay, wir sind hier. Immer noch im Dunkeln unterwegs. Ich glaube, hier waren wir richtig. Ich bin mir nicht sicher. Und das Spiel ist super, 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 super spannend. Ah. Eine Riesendame? Wer weiß, wer weiß. Oder ist es die Mutter? Nee, ein übergroßes Mädchen. Mhm. Okay.
Mai? Oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Aha. Aua. Sehr mysteriös. So, ich hoffe, die Kamera steht richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen zu niedrig. So, scheint richtig zu sein jetzt. Das war gerade eine ganz komische Szene. Naja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wer weiß, was uns hier noch erwarten wird. So, ups. Entgegen die gesetzte Richtung. Da! Atta! 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 Hier geht es aber auch weiter. Maruhadi! Da! Elo! Kalini! Nein! Ilata! Okay. La! Lamut! Unnormal. Warum will er sich umbringen? Walila, Haye. Um, Yasa. Okay. Hier sind auch noch Personen. Die sind zugedeckt. Scheint wohl irgendwie entweder ein Mord oder Selbstmorde gewesen zu sein. Wer weiß. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da doch so viel Tiefe drin steckt in dieser Geschichte. Es scheint, also es ist auf jeden Fall eine tragische Geschichte. Ja, das sowieso. Okay. Ja, bin ich ja echt gespannt. Okay. Es ist alles ein bisschen mysteriös. Naja, wir gehen trotzdem mal hier eben durch. Nee, es scheint alles irgendwie nicht richtig zu sein. Ah. Ja, gute Frage. Was müssen wir jetzt tun?
Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, weil wir halten uns jetzt hier an diesem Rad fest. An diesem Windrad. Aber irgendwie ist es nicht richtig. Loszulassen, aber ebenso wenig. Okay. Spannend, 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 spannend. Puh. Du kannst dich da eh nicht dranhängen. Du bist der Fliegenfurz der Nation. Also schicken wir dich, Fliegenfurz, einfach mal durch. So, Fliegenfurz geht auf die andere Seite. Hier ist nichts, ne? Nein. Schon recht merkwürdig. Okay. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie kommen wir darüber? Wie schaffen wir es, da heile rüberzukommen? Nee. So schaffen wir es nicht. Gute Frage. Okay, wir sollten uns vielleicht doch noch mal ein bisschen umgucken hier, bevor wir eben weitergehen. Okay. So, da hinten kommen wir heile hin. Aber die Frage ist... Die Frage ist, kommen wir auch darüber? Das ist das, was ich mir jetzt frage. Weil irgendwie scheint es nicht der Fall zu sein. Hey, nein! Und... Ich habe aber das Gefühl, dass wir eventuell... Da! Ja! Wir müssen hier hin. Also wir müssen hier hin. Irgendwie scheint es gar keinen anderen Weg zu geben. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt weiter? Okay. Das muss man auch erstmal herausfinden. So, das heißt aber, wir müssen gucken, dass wir die Brücke hier einhaken. So, die Brücke ist eingehakt. Nachdenken. Das ist gefragt. Also wirklich dieses logische Denken. So, okay, und weiter geht's. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Hier sind Bänke, hier ist eine Bank. So. Wenn auch sehr linear aufgebaut, ist dieses Spiel auch ziemlich emotional aufgebaut. Also es erinnert mich schon daran, an das, was ich über Beyond Two Souls gelesen habe für die PlayStation 3, dieses neue Spiel mit der Schauspielerin Ellen Page und dem anderen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Das ist auch sehr linear. Es wird einem vorgespielt,
Man hat sehr viel Freiheiten in dem Spiel. Es ist aber im Endeffekt gar nicht so. Das wird aber durch diesen emotionalen Faktor wieder wettgemacht. Und das ist hier ähnlich. Zumindest ähnlich. Und man fühlt sich wirklich so wie die beiden. Also man denkt richtig. Ja, man ist tief drin in diesem Spiel. Und, oh. Guck mal, wir machen mal das Tor auf. Na, was ist mit den Ziegen hier? Ach, guck mal einer an. Ja, dann würde ich ganz ehrlich sagen, nehmen wir uns beide mal eine Ziege. Und versuchen irgendwie... Ah, ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist so das, was ich denke. Zumindest glaube ich, wir kommen da rüber. Wie gesagt, es ist wirklich sehr emotional gemacht. Die Musik ist absolut stimmig. Eieiei. Immer schön die Trigger festhalten. Ihr seht es ja, das ist ja die Triggersteuerung hier. Ah, okay. Guck mal einer an. Okay, haben wir diese Ziegenböcke genommen. Diese Steinböcke oder was das sein soll. Und sind rübergekommen. Also ich könnte mich wirklich auch stundenlang in dieses Spiel vertiefen. Also ich bin auch ganz froh, dass ich diese neue Serie angefangen habe, dass ich die parallel, ich habe mit den Aufnahmen parallel zu Jana Sisters habe ich angefangen. Da lief sogar Minecraft noch. Das ist schon Ewigkeiten her. Ganz ehrlich. Oh, wir haben ein Zahnrad gekriegt. Ich glaube, das müssen wir mit ihm nehmen. So. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das irgendwo anbringen, ne? Oh, oh. Okay. Wir kommen doch hier nicht weiter, wenn ich das so mache, oder nicht? Nee, das Zahnrad fehlt. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir weiter? Also so nicht. Aber die grundlegende Frage ist einfach, kann ich das Zahnrad ihm abnehmen? Das ist die Frage. Da! Ab da! Ah! Ach, guck mal einer an. So macht man das heute also. Man lässt den Trigger los und schon geht's weiter. So. Komm, lauf rüber. Ah, er kommt rüber und ich aber nicht. Dia! Guck mal einer an. So. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass beide Analogsticks bewegt werden, sodass wir vorankommen. Ich massiere den Controller. Habe ich das Gefühl. So. Und nun weiter hier. Ja. Ja. Ja.